So, willkommen zurück zu Planet Coaster, liebe Leute. Ja, wir sind wieder da. Letztes Mal war ja nur so eine kleine Einführungsvideorunde-Thematik. Ja, das dürft ihr euch selber erklären, was das jetzt genau war. Ja, ich habe gefragt, was wir machen sollen. Sollen wir Sandbox machen? Sollen wir Karriere machen? Und eine gewaltige Menge hat gesagt, wir machen Karriere. Und deswegen habe ich mich natürlich für die Mehrheit entschieden. Es wurde zu 100% auf Karriere gewählt. Und deswegen, Messer nur für dich, gehen wir auf Karriere. Achterbahn, blablabla, ich kenne mich halt keiner null aus, gell? Das musst du halt bedenken. Ich schätze mal, ich muss wieder meinen Standpunkt festlegen. Ich bin nach wie vor irgendwo da. Was bilden Sie mit Captain durch die Szenarien? Also im Lot. Also hier kann ich verschiedene. Ah, ja, man sollte vielleicht da mal das Ganze auch durchlesen, gell? Dann könnte das doch schon was werden. Neues Szenario starten, Piratenschlacht. Ayo, Landratte, und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diese Gar von diesem Piratenpark übernimmst. Schieße den Bau- und Fachgeschäft ab, werde den Publikumsmagnet und unterhalte deine Gäste. Okay, und es scheint irgendwie mehrere Sachen da eben zu geben. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ist das jedes Mal, ja genau, Piratenbucht, die Kräuter erwacht, Piratenschlacht. Ich würde sagen, das hört sich alles ganz cool an. Wir gehen vielleicht, entweder eins von dem oder das da. Ich glaube, wir gehen auf die Piratenschlacht, den Park in einem neuen Szenario starten. Ich glaube, das ist das Richtige. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mir ein frisches Bierchen aufgemacht. Das heißt, das kann eigentlich ganz gut losgehen hier. Ah. Ja, und Messer hat sich gewünscht außerdem, damit die Folgen nicht so lange sind. Warum auch immer, weiß ich nicht. Hier gemeint so 15 bis 20 Minuten. Ich denke mal, ich werde es so auf 20 Minuten wahrscheinlich machen. Das glaube ich, ist eine ganz gute Zeit. Vielleicht sind es auch mal 15 Minuten, vielleicht sind es auch mal 25 Minuten oder mal eine Spezialfolge mit 30 Minuten, keine Ahnung. Aber ich denke, dass wir uns da so bei knapp 20 Minuten rundherum einordnen dürften. Je nachdem, vielleicht habe ich mal mehr Zeit oder die Aufnahme läuft dann, keine Ahnung, 45 Minuten. Dann mache ich halt natürlich einmal 20 oder einmal oder zweimal 22 Minuten, irgendwie sowas. Ahoi, du Landratte, und willkommen bei Planet Coaster. Das haben wir gerade eben schon gelesen. Publikum und unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarn und allem drum und dran. Weiter geht's. Ziehe 800 Gäste an. 644 haben wir schon. Baue zwei beliebte Fahrgeschäfte. Was? Beliebige? Okay, Fahrgeschäfte 1 haben wir schon. Mittel. Ziehe 900 Gäste an. Okay. Okay, schwer. Ziehe 1100 Gäste an. Verdiene 15.000. Okay, gut. Das sind unsere Ziele. Dann werden wir uns mal kurz anschauen, wie das hier schon so ausschaut. Da haben wir anscheinend schon einen kleinen Coaster. Hier ist auf jeden Fall schon viel los. Ich frage mich zwar, wo die Leute herkommen, aber das da oben schaut eher aus wie eine Hobbit-Höhle. Wo geht's denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Kommen die Leute hierher? Ich weiß es nicht. Ne, die gehen da eher weg. Gut, so, wir müssen quasi was bauen. Und wir haben dazu auch relativ viel Platz. Ich habe keine Ahnung, ist das irgendwie auf Zeit? Ich weiß es nicht. Die Gäste finden, dass mehrere Fahrgeschäfte mehrere Wartezeit haben oder zu viel Wartezeit haben. Okay, das können wir beheben, indem wir einfach mehrere Fahrgeschäfte zum Beispiel anbieten. Wo sehen wir denn unseren Kontostand? Unseren Kontostand sehen wir hier unten. Wir haben, glaube ich, 5.000. Wenn ich das Ding jetzt hier hersetze, dann hätten wir doch zum Beispiel schon mal wieder was Neues. Das wäre eher sowas mit Flugdinger. Das würde hier eigentlich auch ganz gut herpassen. Drehen mit Y. Und Pfeile links, rechts. Also, ne, okay, mit dem Ding. Wir setzen es jetzt einfach mal ganz prophylaktisch hier so her. Eingang platzieren wollen wir natürlich auch. Den Eingang, den platzieren wir vielleicht hier so. Genau. Ausgang platzieren, den platzieren wir dann hier so. Eingang mit Weg verbinden. So, und den. Und das war schon, glaube ich, zu viel. Hä, wie komme ich denn da um die Kurve?
Weg abnehmen, absenken, Weg löschen. Ich kann nicht löschen. Wieso kann ich nicht löschen? Ich kann mit rechten Maustaste gedrückt halten, kann ich hier so rumfahren, aber das möchte ich eigentlich nicht. Irgendwie geht es jetzt auch gerade nach oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte, Leute. So, jetzt hat. Wir drehen uns mal kurz hier rum. Weil das schaut hier, glaube ich, schon von Anfang an, ist das schon falsch gewesen. So, ich möchte eigentlich, dass das hier so leicht gebogen rumgeht. So, dann wollen wir eine Zusatzline hinzufügen. Wie geht denn das? Wir müssten dann natürlich noch irgendwie... Okay. Test starten, den können wir schon mal starten. Wie baue ich denn dann einen Weg? Weg, genau. Wir brauchen nämlich noch einen Weg, der dann die Leute hier wieder rausführt. Wie kann ich denn so einen Premium-Pass aktivieren? Eingang platzieren, den setzen wir dann... Kann ich den hier setzen? Ne, kann ich nicht hierher setzen. Ich kann den daher setzen, genau. Achso, ne, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch gewesen, was ich hier gemacht habe. Der soll hierher, Premium-Ausgang wählen, der kommt dann daher. Da so her, genau. Warteschlange verbinden. So, und somit können die Leute da hoffentlich schneller durch. Und wir schauen mal, wie das Ganze mit dem Test beenden. Brauchen wir noch nicht. Der läuft jetzt erstmal, der Test. Und somit haben wir damit hoffentlich schon mal ein bisschen Abhilfe geschafft. So, das machen wir wieder zu, das machen wir auch wieder zu. So, wie komme ich denn aus dem Ding hier wieder raus? Kreuzchen, genau. Klicken wir mal auf das Ding da. Kann man da irgendwie anpassen? Wir wollen zum Beispiel vielleicht mal... Betrieb. Min-Wartezeit, maximale Wartezeit. Mhm, Wartung. Nächste Inspektion in 7 Minuten. Sequenzen. Ich hätte ganz gern quasi einfach eingestellt, damit sie halt nicht so lang fahren. Ocean ist voll. Okay, ja, da kann ich aber nichts dafür. Wo sehe ich denn, wie lange der Test noch dauert? Das weiß ich nicht. Warteschlangen-Szenarienbewertung. Okay, das heißt, die wollen ein bisschen mehr im Szenario-Bereich haben. Das heißt, sie bekommen einfach bei uns ein bisschen mehr Busch. Eine bisschen mehr von die Busch. Und hoffen, dass das denen ein bisschen besser gefällt dann. Ihr seht, ich bin da noch sehr viel im Üben. Ich habe nämlich keine Ahnung bis jetzt. Ich habe mir das wirklich noch fast gar nicht angeschaut. Also bis auf die Ding halt. Das könnte sein, dass er fertig ist, oder? Test beenden. Geöffnet. So, öffnen wir das Ding mal. Übersicht, 55%. Okay, ich glaube, ich schon besser geworden. Also schlechter, glaube ich, wird es nicht sein. Mit Y. Ich weiß leider die ganzen Kurzbefehle nicht. Steuerung? Nee. Erweitertes Verschieben, Drehen mit X vielleicht. Ah ja, okay. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier so machen. Ganz knapp da hinsetzen. Ja, dann können die Leute theoretisch da ihr Restgeld reinschmeißen. So, und ihr seht, die Leute, die stürmen da schon rein. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
Haben wir eigentlich schon irgendwie ein bisschen Ziele? Sind wir da schon irgendwo? Baue zwei beliebige Fahrgeschäfte. Okay, wir haben zumindest eins schon mal geschafft. Ziehe 800 Gäste an. Haben wir auch schon fast. Bei vier beliebige Fahrgeschäfte. Okay, das heißt, wir bräuchten noch zwei. Dann hätten wir das nächste. Fahrgeschäfte. Können wir uns da überhaupt so viel leisten? Vom Ding haben wir alles nicht. Wir könnten uns zum Beispiel hier mal noch einen kleinen Laden vielleicht hinsetzen. Damit sie einfach dann noch ein bisschen was zu tun haben auch. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie... So, wo ist denn der? Ah, hier ist er. Genau, setzen wir den da mal noch her. Dann haben sie da auch noch ein bisschen was zu kaufen. Irgendwie so Merchandise, Bier, Coaster, Getränke, Imbiss. Das brauchen sie alle. Weil ich glaube, wir haben auch sonst noch keinen. Den setzen wir mal da so her. Getränke ist nie verkehrt. Der kommt... Der Getränkefuzzi, der kommt hierher. Genau. So, und ihr seht... Oh, ja, da geht's ganz schön zu. Toiletten. Brauchen die Leute Toiletten? Ernsthaft? Die wollen pissen? Das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Das auch. Das könnte noch eher zu unserem Ding Park passen. Die Frage ist, wo setzen wir das hin? Irgendwo, wo es keinen stört. Ich glaube, hier wären Geschäfte gewesen, oder? Ja, hier ist ein Geschäft, aber da drüben ist nichts. Und wenn wir da jetzt erweitern, dann glaube ich, passt das schon. Wir setzen die Toilette mal da drüben hin. Einfach nur just because we can. Und weil das stört am wenigsten, glaube ich. Wir brauchen, glaube ich, auch mal wieder eine Straße. Szenarien, Läden, Achterbahn, Gebäude. Ich möchte Straßen bauen. Gibt es mit Szenarien? Hey, wo komme ich auf? Leute, helft! Hilfe, helft mir! Wie komme ich darauf, dass ich eine Parkverwaltung? Ne, Wege, da drüben. So, wir wollen Wege bauen und sonst nichts. Da gibt es auch einen Haufen verschiedene Wege. Das finde ich, schaut ganz cool aus. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das dasselbe ist. Egal. Oh, oh mein Gott. Erster Stern. Piratenschlacht. Einfaches Ziel erreicht. Beliebige Attraktion, bla 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 bla. Und Gäste im Park haben wir auch. Sehr schön. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kann man da irgendwo Länge... Gehen wir mal gleich ein bisschen höher. Breite machen wir auch mal ein bisschen fetter. Oh mein Gott. Schaut ja mal voll ugly aus. Aber so wird das jetzt eigentlich geplant, dass wir hier den mal durchziehen. Beziehungsweise hier so. Genau. Und dann hier vorne wieder connecten. Genau. Oh, und jetzt ist es wieder Tag. Zum Monatsende, Monat der Profit, 5000 Änderungen der blablabla. Alles schön und gut für dich. Benachrichtigungen zusammen, bla bla bla. Toiletten, 135 mit dem Parkeingang aus dem... Was? Ist vom Parkeingang aus nicht zu erreichen. Dann geht doch woanders hin. Das Gerät befindet sich in Wartung. Schon lang, viele Gäste haben Durst. Das haben wir doch schon alles behoben. Das haben wir doch schon alles behoben, Leute. Wir haben doch hier einen Durst-Fuzzi-Man. Und wir haben hier das Ding. Und die müssen halt einfach ein bisschen weiter gehen. Die können mich mal. Ich glaube, der Parkeingang ist hier oben oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Oh mein Gott. Kamera. Collision. So. Ihr seht schon, ich habe mich eher hier auf das Ding da hinten spezialisiert. Ich frage mich, bekommen wir dann mit der Zeit irgendwie mal neue Dinge dazu? Weil wir haben nichts drin. Du hast hier noch keine Gegenstände, du solltest welche erforschen. Aha. Und kann mir auch jemand sagen, wie man das macht? Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Finanzen. Ja, im Großen und Ganzen im grünen Bereich.
So, nur verfügbar. Sieht es voll aus. Ich gehe woanders hin. Okay, ja, das tut mir leid. Ja, das schaut wirklich voll aus. Das heißt, wir brauchen ein weiteres Fahrgeschäft. Und ich würde sagen, das Ding, das wird die Attraktion des Jahrtausends. Und wenn wir die hier so hersetzen, dann könnte das mit Sicherheit auch richtig cool werden, weil es richtig knapp wird vielleicht. Na? So gehst du nicht. Hier geht's. Ja, warum nicht? Genau, Eingang platzieren. Den Eingang, den lassen wir hier so. Ausgang platzieren, den gibt's dann da so. Eingang mit Weg verbinden. Und wir machen wieder unsere speziellen Schlangentortur. Nein. So vielleicht. Ja. So, und wo kann ich jetzt wieder den extra Ding? Ich hab's schon wieder vergessen. Premium Pass aktivieren. Premium Pass Eingang platzieren. Den setzen wir. Eingang, glaube ich, war da, gell? Ja, Eingang war da. Premium Ausgang platzieren. Wieso kann ich den nie wieder oben hinsetzen, wo ich will? Das ist kacke. Das ist KG real. Das bringt einfach nicht zu wenig. Ich glaube, den nimmt keiner. Nee. Kann ich das auch wieder... Oh mein Gott. Ups. Sorry Leute, kann ich das auch zurückgängig? Oh Gott sei Dank. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht doppelt gezahlt. Ich wollte eigentlich nur das Ding hier wegmachen. Aber okay. Warteschlange verbinden, dann verbinden wir das Ding einfach. So, weil es wurscht ist. Jetzt kann ich den Weg, ich dachte, es geht dann wieder weg, wenn ich das da gesetzt habe, aber anscheinend nicht. Wir machen eine Testfahrt bei dem Ding und schauen, ob da alles funktioniert. Ich nehme mir mit dabei nochmal ein Schlückchen Bierchen. Ah, und beim nächsten Mal schauen wir mal, was dabei noch so rauskommt. Also unser Park ist mittlerweile schon richtig gut gefüllt. Jetzt ist das hier voll, das ist voll. Nimmt irgendwie eigentlich diesen scheiß Abkürzer da. Schaut nicht so aus. Also jetzt haben wir schon mal zwei Dinger hinzugefügt. Ich würde sagen, wir fügen noch einen dritten hinzu. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um die Decoration, weil das ist ein bisschen erbärmlich, das ich hier gemacht habe. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf Folge Nummer 2. Ich würde sagen, ist ein kleiner Engpass hier, hä? Natürlich. Weg. Wo geht's da hin? Ach, zu der Achterbahn. Okay, die haben einen fetten Eingang. Aber der Ausgang ist halt auch wieder total bescheuert gelegt, weil die müssen alle da gleich durch. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, beim nächsten Mal geht's ans Dekorative. Bis dahin, euer Oden bedankt sich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Kommentar da lasst. Ich werde jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen, aber dann erstmal Schluss für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschaußen.